Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, ich sitze im Motorraum, quasi das EJ6 bzw. die Schürze ist ab. Die wurde jetzt schon quasi verkauft und hinzu kommt noch ein Kotflügel, und zwar der auf der Fahrerseite, meine ich, wäre das. Das Ganze geht an meinen Bruder Philipp, das wird auch später noch lackiert. Heißt also, Schlachtplan für heute, Kotflügel ab und vielleicht schon an der Innenausstattung rumhantieren, vielleicht auch an der Heckklappe. Man muss ich mal schauen, wie das zeitlich aussieht. Ich würde sagen, ich fange direkt an. Ja, auch wenn ich mir wahrscheinlich meine schicken Klamotten wieder dreckig mache, aber sei es drum. Ja, ich stelle euch einmal quasi in die Ecke, so dass ihr eure Timelapse genießen könnt. Bis später. Und vorab eine kleine Info, also die Schrauben vom Silikonflügel sitzt einmal hier, drei Stück. Dann eine da unten, weshalb es ganz gut ist, dass ich die Schürze abgenommen habe. Und eine an der Türinnenseite. Sind also nicht ganz so viele Schrauben, sollte also schnell gehen. Ich bin mal gespannt. Ja, unschwer zu erkennen ist der erste Kotflügel raus, ja, also der linke. Das Ganze hat sich ein bisschen schwerer gestaltet, als ich eigentlich dachte, weil ich habe vergessen, dass unterm Schweller auch noch zwei Schrauben sind. Ja, und dann hatte ich arge Probleme mit dem Innenradhaus. Ja, also es sind zwei verschiedene Clips und ein paar Schrauben. Die einen mit diesen Stiften, die man reindrücken muss, theoretisch, die musste ich jetzt mit der Zange abkneifen. Also ging nicht anders. Die sind nämlich gar nicht mehr rausgekommen. Aber selbst wenn ich die jetzt nochmal anbauen würde, die Kotflügel, würde ich andere Clips nehmen oder Schrauben direkt nehmen. Also von daher ist das auch gar kein Beinbruch für euch zur Info. Wie gesagt, es sind im Innenradhaus ein paar Clips, ein paar Schrauben, aber müsst ihr dann selber schauen, ist an sich kein großer Akt. Ich würde sagen, ich mache direkt auf der anderen Seite weiter, damit das schnell fertig wird. Hey.
dass die Beifahrerseite entsprechend viel Platz hat und die Fahrerseite leider nicht. Ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen außer Puste jetzt, weil das Ding alleine zu schieben, zu rangieren, ist gar nicht mal so einfach, wenn das Auto nicht läuft. Aber naja, jetzt steht er und jetzt machen wir weiter mit dem Kotflügel. Das sind die eben gezeigten Schrauben, die ich vergessen hatte vorhin zu erwähnen, die quasi hier den unteren Teil an der Karosserie halten, deswegen muss auch der Schweller ab. Das ist allerdings auch kein großer Akt. Jetzt würde ich sagen, ja, jetzt sieht man mich auch wieder, da würde ich sagen, ich mache da mal fertig hier, dann gucke ich mal, ob wir heute noch was geschafft kriegen. Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hatte riesigen Spaß, die Kotflügel abzubauen und den ganzen Quatsch nach Hause zu transportieren. Also das Auto sah sehr interessant aus, also der Fiat. Aber gut, dass der viel Platz hat. Ja, in 2 Stunden knapp geht das Video online. Das heißt, wenn ihr das seht, ja, wisst ihr ungefähr, wann ich das geschnitten habe. Also so gegen 18 Uhr haben wir jetzt. Ich denke, das wird auch erstmal für ein paar Tage das letzte Video sein, denn das große Problem ist, ich habe jetzt kommende Woche am Mittwoch, den 3.4. Klausur und zwar Existenzprüfung. Das heißt also, ich muss die nächsten paar Tage sehr viel lernen, sodass ich da natürlich auch bestehe, weil das wäre sonst nicht so schön. Heißt also, es werden bis zum 3. auf jeden Fall keine Videos mehr kommen. Ich denke, am 3. werde ich dann nach der Prüfung fleißig aufnehmen, sodass ihr dann am 4. auf jeden Fall wieder ein Video kriegt.
Und ich werde dann auch gucken, dass ich dann langsam aber sicher mich daran mache, einen regelmäßigen Upload-Plan zu bekommen oder zumindest irgendwie einen zu erstellen. Da muss ich schauen, wie das dann mit meinem neuen Stundenplan aussieht. Denn ihr wisst ja, ich muss ja auch die Zeit dafür haben, alles aufzunehmen und entsprechend alles auch zu schneiden und vorzubereiten, weil ich muss ja auch noch arbeiten gehen, studieren etc. Ihr wisst es ja. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Falls ihr die nächsten paar Tage ein bisschen überbrücken wollt, schaut euch einfach die alten Videos an. Und auch für die Leute, die nicht wissen, warum ich eigentlich einen silbernen EOS 6 habe, einfach mal ein paar Videos zurückklicken und ein bisschen reinschauen. Ja, und einfach da ein bisschen, lieber da ein bisschen nochmal schauen, ein bisschen Watchtime da lassen. Ja, und dann einfach auf die nächsten Videos freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja, teilen, abonnieren, ja. Ne, brauche ich euch gar nicht sagen. Ne, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.